In der Türkei haben Behörden den US-Evangelisten David Beil aufgefordert, das Land in den kommenden Tagen zu verlassen. Seinen Lebensunterhalt bestreitet der Gründer eines Bibelfernkurses von Spenden. Er ist bereits mehrfach festgenommen worden. Zuletzt laut der Organisation Middle East Concern am 13. Oktober für einen Tag. Dabei sei er angewiesen worden, innerhalb von 15 Tagen auszureisen. Zuvor hatten Behörden ihn im April 2016 für 8 Tage festgenommen und versucht, ihn mit der Begründung abzuschieben, er stelle eine Gefahr für die öffentliche Ordnung dar. Ein Gericht setzte die drohende Abschiebung jedoch aus. Es seien keine Beweise für den Vorwurf vorgelegt worden. Bay vermutete damals, dass in Wirklichkeit seine evangelistische Arbeit dem türkischen Staat ein Dorn im Auge ist. Viele Eltern von unter 3-Jährigen wollen ihre Kinder in einer Krippe betreuen lassen, finden aber keinen Platz. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Danach gäbe es zurzeit in Deutschland 273.000 Plätze zu wenig. Trotz Investitionen des Staates sinke die Zahl der Eltern, die erfolglos einen Betreuungsplatz suchen, nur langsam. Die christliche Kinderpsychotherapeutin Christa Mewes hingegen ist überzeugt, dass Kleinkinder auf keinen Fall in eine Fremdbetreuung abgegeben werden dürfen, bevor sie 2,5 Jahre alt sind. Die Erfahrungen, die das Kind in den ersten Lebensjahren macht, haben einen prägenden Einfluss auf die Charakterentwicklung im Erwachsenenalter. Erste Symptome für seelische Störungen seien bei Kindern ein Unruhigwerden und häufige Krankheiten. Die Politik sollte mehr Begeisterung für den Lebensschutz zeigen. Das forderte Mechthild Löhr auf der Bundesmitgliederversammlung der Christdemokraten für das Leben in Mainz. Löhrs Vorsitz der Initiative wurde bei der Tagung neu bestätigt. Die CDL ist der einzige parlamentarisch verankerte Verein für das Thema Lebensschutz in Deutschland. Sie möchte das menschliche Leben von Beginn bis zum Tod schützen. Laut Mechthild Löhr haben viele Parteien im Bundestag das Thema Lebensschutz nicht im Blick. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihr. Politik konzentriert sich im Moment sehr stark auf Klimaschutz, auf Tierschutz, auf Umweltschutz. Das ist alles gut und richtig. Aber wir denken, dass die Parteien, alle Parteien, natürlich auch die Christdemokraten, CDU, CSU und gerade auch die Grünen, viele andere, sich viel mehr für den Schutz jedes menschlichen Lebens einsetzen müssen. Abtreibung ist eine lebensfeindliche Aktion und Selektion von Embryonen ist lebensfeindlich. Und wir glauben, dass auch eine Sterbehilfe der falsche Weg ist, wenn zum Beispiel am Ende des Lebens das Leben als nicht mehr lebenswert betrachtet wird, nur weil es vielleicht teuer und belastend für die Umgebung ist, sind das neue Herausforderungen. Aber vor allen Dingen das Recht auf Leben am Lebensanfang.